Der ist natürlich schon einer, der sehr polarisiert durch seine Art. Aber das ist einfach so. Entweder man kommt damit zurecht und man arbeitet mit ihm oder man sagt halt nein, aber dann darf er nicht mehr bei Bayern München spielen. Ich will aber gerne, dass er hier spielt, weil er außergewöhnliche Fähigkeiten hat. Und deswegen akzeptiere ich das und versuche ihm immer zu unterstützen und ihm ja, zu zeigen, was es braucht, dass er einfach vielleicht nicht so viel aneckt mit Dingen, weil er einfach so ist. Ja, wir werden ihn charakterlich nicht ändern, das habe ich auch nicht vor. Ich bin keiner, der versucht, die Charaktere der Spieler zu ändern, sondern wir müssen seine Stärken aufs Feld bringen, die außergewöhnlich sind. Ich habe schon oft gesagt, er gehört zu den besten Spielern in Europa und natürlich auch zu einem der besten Spieler bei uns im Kader. Er hat Fähigkeiten. Es gibt Momente im Spiel, da geht jede Offensivaktion von ihm aus. Ja, und wir brauchen ihn einfach. Und deswegen muss man eine gewisse Akzeptanz haben für Charakterzüge, die er hat. Gleiches gilt für Serge auch. Es ist einfach nicht jeder Spieler identisch. Und bei so ja, Individualisten, die vielleicht auch die Fähigkeit haben, mal Momente im Spiel zu entscheiden für dich, gibt es eben auch individuelle Momente außerhalb des Platzes, die vielleicht nicht immer für jeden super angenehm sind, aber man sagt, ja, das hätte ich jetzt vielleicht nicht gemacht. Das kann man denen dann sagen, ja, und dann kann man auf Verständnis hoffen, muss auf der anderen Seite aber dann auch verlangen können, dass sie ihre Extraklasse auch in gewissen Momenten an den Tag legen, auch wenn manche Dinge vielleicht für alle nicht immer ganz verständlich sind. Und generell haben das jetzt beide im Training gut gemacht, Serge auch im Spiel. Lee hatte ein paar unglückliche Momente auch gegen Paris, aber trotzdem vom Einsatz her deutlich besser gespielt wie davor. Ich habe schon gemerkt, dass das ihr die Sittenpolizei seid bei der Bildzeitung ist. Aber ja, ich habe es nicht gesehen, aber ich glaube, er hat einen Termin beim Physio gehabt um 10.15 Uhr, da war er pünktlich da. Das ist das Entscheidende, dass man den nötigen Respekt hat, den arbeitenden Kollegen rechtzeitig da zu sein. Auf dem Trainingsplatz habt ihr auch vermerkt, war er rechtzeitig mit dem Foto. Und alles andere ist ja verschriftlicht, wenn irgendwas wäre. Aber ich stehe jetzt nicht immer vorm Tor und kontrolliere die Einfahrt der Spieler.